Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Die Bundeskanzlerin Merkel steht unter Dauerbeschuss aus den eigenen Reihen. Gefährlicher als das x-te Ultimatum aus Bayern ist für sie der Vorschlag des Bundesfinanzministers, der ja eine Benzinsteuer europaweit ins Gespräch gebracht hat. Und die Botschaft ist klar, die Menschen auch mit wenigem oder die Menschen mit geringen und mittleren Einkommen müssen blechen für eine Abschottung gegen Geflüchtete. Nun kämpfe ich als Ökologin lieber für kostenfreien Bus- und Bahnverkehr, anstatt mich über zu hohe Benzinpreise aufzuregen. Aber ich finde, wenn in einer Situation wie dieser ein Finanzminister eine Benzinsteuer ins Gespräch bringt, dann gießt er wirklich Öl oder halt Benzin in das rassistische Feuer, was gerade gut sozusagen in dieser Gesellschaft schon am Brennen ist. Wir als Linke sagen ganz klar, es braucht eine Millionärssteuer statt einer Benzinsteuer, denn die Kosten für die Solidarität mit Geflüchteten sollten vor allem von den Schultern getragen werden, die auch deutlich mehr wegtragen können. Für uns als Linke sind zwei Punkte unverhandelbar. Das ist zum einen die Solidarität mit Geflüchteten und zum anderen der Kampf gegen Armut und für Umverteilung. Das ist für uns ein Doppelpack, der untrennbar zusammengehört. Und auf eins von beiden zu verzichten, ist unmenschlich bzw. höchst fahrlässig. Wir meinen, dass es gegenwärtig keine Flüchtlingskrise gibt, aber eine Krise der sozialen Gerechtigkeit. Und der muss man mit einem Investitionsprogramm begegnen. Und zu diesem Investitionsprogramm gehören für uns unter anderem drei Punkte. Erstens mehr Personal in den öffentlichen Dienst und auch in die Schulen, in das Bildungswesen. Wir erleben gerade, wie der öffentliche Dienst sozusagen seine Handlungsfähigkeit in Frage gestellt sieht. Das liegt auch an den Kürzungen der vergangenen Jahre. Zum Zweiten wollen wir, dass alle Menschen sicher vor Armut geschützt sind. Das heißt für uns zum Beispiel eine sanktionsfreie Mindestsicherung und armutsfeste Renten. Und drittens sagen wir, klar, es braucht ein Bundessonderprogramm für bezahlbaren Wohnraum von 200.000 Wohnungen. Zu den Vorschlägen von Frau von der Leyen. Die Verteidigungsministerin spricht von einer Achse des Terrors, bringt damit einen neuen Einsatz ins Gespräch in Libyen. Nun werden offensichtlich im Wochentakt neue kriegerische Abenteuer ins Gespräch gebracht von dieser Regierung. Und das, obwohl die Bilanz der bisherigen Kriegsabenteuer vernichtend ist. Nach über 15 Jahren Krieg gegen den Terror ist diese Welt eben nicht sicherer geworden, sondern ganz im Gegenteil. Die Terrorgefahr ist deutlich gestiegen, leider. Und obwohl es bisher nicht gelungen ist, bei dem sogenannten Krieg gegen den Terror nach dem Krieg auch den Frieden zu gewinnen. Mehr Kriege bedeutet mehr Vernichtung, mehr Waffen und am Ende auch mehr Geflüchtete. Wir meinen deswegen, die Verteidigungsministerin sollte zurückgepfiffen werden. Die SPD sollte deutlich machen, dass sie für weitere Kriegsabenteuer nicht zur Verfügung steht. Und die Bundeskanzlerin sollte klar machen, transparent machen, ob hier die Verteidigungsministerin mit Rückendeckung aus dem Bundeskanzleramt gesprochen hat oder nicht. Abschließend möchte ich auf eine Studie oder ein Ergebnis von Oxfam hinweisen. Oxfam hat herausgestellt, dass es die reichsten 62 Menschen auf dieser Welt genauso viel haben wie das die ärmere Hälfte der Menschheit. Und da fragt man sich schon, was diese 62 Personen geleistet haben, um solch einen immensen Besitz zu verdienen, dass wie vielfache einer Krankenschwester sie geleistet haben, wie viele Nachtschichten sie auf dem Buckel haben, wie viele Tränen sie getrocknet haben müssen, wie viele Leben sie gerettet haben müssen, um solch einen Reichtum zu verdienen. Und wir meinen insofern, die heute bekannt gewordene Oxfam-Studie unterstreicht nochmal, wie notwendig die Umverteilung ist und eine couragierte Besteuerung von immensem Reichtum von Millionären und Milliardären. Vielen Dank.